Die Zwergen, die freuen sich über alles, nur weil es legendary ist. Wir haben, Flafel-Gegner. Flafel 1, 2 und 3, würde ich sagen. So, was haben wir denn da? Also Flafel haben wir, der ist random, der Flafel ist random, der Flafel 2 hat einen random, also jetzt sind diese random Nummern dahinter, darum geht's. Ja, Flafel, 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 bye! Tschüss! Oh. Ah, ich kriege noch neue. Oh, aber dürfen die noch mitspielen? Ich glaube nicht. Jetzt knapp, ne? Warum gehen die jetzt raus, weil es Behälter ist und nicht Bombe? Oder und sie zu blöd sind, im Menü einzustellen, dass sie nur Bombe spielen wollen? Oder? Weil sie schwul sind, ich weiß wirklich nicht. Es ist. Wir haben sie Angst vor uns, völlig zu Recht natürlich. Mhm. Oh, wie undankbar! Entschuldige! Unsere Gegner natürlich, ne? Ja. Das verstehe ich auch nicht mehr, wieso dann nicht gewartet wird, bis wieder auf. Ich meine, gerade wenn Leute. Leaven, bevor die erste Runde überhaupt angefangen hat, dass dann ja einfach das Spiel sagt, okay, ich starte mir halt nicht so lange, wie irgendwelche nachgefüllt wurden oder so, ne? Zumindest eine gewisse Zeit kann man, wir haben jetzt nicht lange gewartet, wenn man sagt, okay, es wird bis zu einer Minute gewartet, dass welche nachliefen oder so. Gerade am Anfang. Aber Ubisoft, ey, die sind so asozial, so gameplay-mäßig, das geht ihnen so am Arsch vorbei, was die Experience ist, ne? 5 Sekunden. Op 4 has failed to find the biohazard container. Oh, das Fenster auf. Hab ich aufgemacht. Eigentlich wollte ich nur ein Loch einschlagen. Ja, eigentlich wollte ich nur ein Loch einschlagen, aber ich habe meine Kraft unterschätzt. Op 4, last operator standing. Oh, nee. Der wurde aus dem Match entfernt. Das war ein richtig dreckiger One-Tap, kann das sein? Ja. Meldung ist raus! Ja, der andere wurde halt gerade da erschossen. Da wusste ich, dass er von da kommen muss. Ja, und Gunnar und ich kamen gerade von der anderen Seite. Der Bild hätten wir so direkt schön zu dritt gesandwiched. Ui. Undankbar ist fuck eigentlich für den armen Kerle. Ja, wirklich. Aber es kann sich jetzt ändern. Wir haben nämlich 3 High-Pinger als Gegner und das kann wieder eklig werden jetzt. Oh nice, ich melde dir direkt für Cheating. Die haben hier nichts zu suchen. Ja, komm doch mal mit. Ich finde das ätzend, dass das überhaupt geht. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Mal eben die Lupen nicht, ne? Mhm. Sorry again, deploy. Camera in position. Laser gate in place. Reinforcing wall. Laser gate in place. Op 4 drone has found a biohazard container. Sheila is out here. Oh, ich habe die Drohne getroffen, die größte. Der C-74. C-64 ist der. Down to 5 seconds. Ja, ich habe schon das neuere Modell gehabt. Also. Weil ich weiß nicht, ich glaube, es gab einen C65, meine Richtung zu erinnern, aber ich bin nicht ganz sicher. Wall secured!
Wissen wir was? Nee. Also im Tunnel ist nichts. Aus Richtung Garage kommt auch nichts. Oh. Der senkt eine Sturm. Okay, ich geh mal von oben rum. Müsste in der Bar sein? Bist du im Sandtunnel von hier, oder? Achtung, in der Küche ist Fuse. Nee, da hin, aber nicht hin. Jetzt ist im Sandtunnel was. Op 4, last stop standing. Boah, Alter, ich bin scheintot, ne? Op 4 eliminated. Mission successful. Ich hab 3 Leute oben in der Küche weggenommen. So casual, wie es so geht, ey. Ja. Das war der einzige Feind, den ich überhaupt gesehen habe. Ja, gesehen ist noch ein bisschen übertrieben gerade, aber dem ich begegnet bin. Im ganzen Match. Die ersten beiden schön mit der Thornwaffe weg, obwohl ich dem ersten auch irgendwie ein halbes Magazin am Ohr vorbeigeschossen habe. Der zweite dann nur mit den Restkugeln und dann noch der C-75. Das ist so ein geiles Biest, diese Waffe. Auf kürzere Distanzen, ne? Ist die echt... Ja, ich hatte noch 7 HP. 7 fucking HP. 6 mehr, als du gebraucht hast. Das ist richtig. Eigentlich ist auch bescheuert. Eigentlich müsste man, wenn man irgendwie nur noch, keine Ahnung, 10% oder 20% HP hat, eigentlich müsste man dann noch langsamer laufen oder irgendwas. Ne? Das ist eigentlich so affig, dass du mit voller HP und einem HP quasi genauso schnell, agil und so weiter alles bist, ne? Ja, völlig. Ist die eine Bar oder so? Irgendwie. Nee, ich frage. Könnte sein. Da wäre es noch unten drin. Ich glaube, ja, unten, oder? Keller sind sie nicht. Good work. Nee, nee, the biohazard container has been located. Oh. So, mal die Drohne safen hier. Was? Ja, ich safe die auch mal hier am Hundeeingang. Doch mal an. 5 seconds before insertion. Warte, wen rufst du gleich an? Cavera. Ey, was? Das Rohr hier hat keine Kollision, da fällt es einfach durch. Hast du erwartet, dass sie nicht fuschen oder dass es einfach funktioniert? Ihr Butt ist auf jeden Fall einer. Die Wand ist gemutet. Wir müssen mal einer entmuten irgendwie. Oh ja, warte. Setting up my replicator. Ich bin unterwegs. Claymore deployed. Nope. Ah. Dachte ich's mir. Ja. Kamera habe ich. Secure the biohazard container. Auf langs hier. Ich ruf an. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Op 4 left nice. Operator standing. 1, 2, 3, viele. 3K gemacht. Hier, nur nochmal für dich. Geil. Yeah.
Es war so cool, da lach einer auf der Bühne. Und ich lach halt neben, ich bin halt einfach in die Bar rein und hab mich direkt vom Billard neben diese Minitreppe fallen lassen. Und lacht er da und dann kommt einer, legt sich auf die Bühne. Ja, der lacht da, weil wir da das Loch auf hatten und er irgendwie da hat der C4 auch durchgeworfen und so. Der konnte halt nicht aufstehen und weglaufen, weil wir ihn dann von der anderen Seite erwischt hätten. Das ist sehr hart für ihn gewesen, dieser Moment. Ja. Ein wunderschönes Alpha-Pack für den Igel. Und ich habe jetzt 592 Runden bekommen. Ja, schön für dich. Ja, ne? Du brauchst trotzdem noch ein paar. Ich war noch 212. Nice. Ich mache erstmal das Alpha-Pack auf. Alpha-Pack-Fehler, ja, geil.